Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Aber heute sie eilig zu haben. So ein Verrückter. Miss Barbara, ich habe einen. Er ist wundervoll, einfach großartig, Spitzenklasse. Einen, was hast du denn, Bibi? Ich brauche sofort einen neuen Verschlag, ein Glöckchen, ein paar Riemen, eine Haube, neue Handschuhe, eine Pfeife, einen Korb, einen Käfig, einen Block, ein paar lange Seile, einen Ständer und eine Weste. Und außerdem brauche ich mir Geld. Mein König, gib mir eine Goldkrone und ich zeige euch einen fantastischen Trick. Einverstanden? Naja, also gut. Sehr gut. Und jetzt sagt ihr mir schnell eine Zahl zwischen 1 und 10. 8. Ihr habt verloren. Es war 7. Johann! Johann, war ja auch brav. Bring ihn schnell her. Vivi, du Dieb! Du Betrüger, du Nichtsnutz! Ich will auf der Stelle mein Goldstück wieder haben. Ist er nicht ein prachtvolles Tier? Ich denke, ich werde ihn Romulus nennen. Johann, wo hat Vivi denn den Falken her, hä? Er hat ihn für einen Penny von einem Betrüger gekauft. Der Vogel ist schon altersschwach und außerdem taub. Aber sag Peewee bitte nichts davon, er ist so stolz auf ihn. Komm mit, Johann. Du darfst zusehen, wie ich Romulus die erste Unterrichtsstunde gebe. Aber Peewee, du hast doch von Falken überhaupt keine Ahnung. Das hast du dir so gedacht, hä? Immer mehr Getreide für den gemeinen Wladimir. Das können wir schon ausrichten. Solange er noch den Prinzen von Montresor als Geisel hält, müssen wir ihm gehorchen. Aus dem Weg, Bauern, aus dem Weg! Das ist Wladimir! Schneller, Boris, schneller, schneller! Zu Befehl, Wladimir. Warum haben die es denn so eilig? Der Prinz ist aus dem Gefängnis geflohen. Ist er frei? Wir müssen den Prinzen schnell finden, bevor Wladimir ihn wieder in die Finger bekommt. Lang lebe unser Prinz! Boris, ich muss den Prinzen wieder haben. Mit ihm an der Spitze werden mir die Bauern zu aufmüpfig. Wir sollten uns am besten trennen, Sire. Ich werde in den Feldern nach ihm suchen. Da läuft er. Lass die nicht kommen. Lektion Nummer 1. Bring dem Falken bei, dir aus der Hand zu fressen. Schau her. Romulus, komm her. Sieh mal, was ich für dich habe. Willst du ein bisschen frisches Fleisch fressen? Guck mal hier. Ham, ham. Romulus, komm endlich her, du blöder Falkenvogel. Geduld, Peewee. Du musst Geduld haben. Komm schon, Romulus. Beweg dich. Schau mal, was der gute Peewee für dich hat. Pass auf, Johann. Jetzt kommt er klar. Romulus, anhalten, landen. Johann. Halt dich fest, Peewee. Alles in Ordnung, Peewee? Dein Romulus ist ja ein Vegetarier. Vielleicht war sein Vater ein kleiner Mümmelmann. Ha, ha, ha. Wirklich sehr komisch. Du wirst es schon noch sehen, Johann. Bravo, Romulus. Fang den Hasen los. Was will er denn in dem Schlumpfbeerenbusch? Er hat etwas gefangen. Er hat ein Körbchen voll Schlumpfbeeren gefangen. Was soll das denn? Und gleich einen Schlumpf dazu. Johann, Peewee. Euer Vogel hat unsere ganzen Schlumpfbeeren gestohlen. Dort hat jemanden gefunden, der verfressen ist als er. Johann. Papa Schlumpf. Wir haben schon geglaubt, Torti sei für immer verloren. Schlumpf sei Dank, gehört dieser Falke euch. Romulus gehört nicht Johann, sondern mir ganz allein, Papa Schlumpf. Ach, ist er niedlich, einfach süß. Tut mir leid, dass der Falke eure Schlumpfbeeren geklaut hat. Mach dir deshalb nur keine Sorgen, Johann. Wir freuen uns, dich und Peewee zu sehen. Ihr seid doch schließlich unsere Freunde und Freunde. Taubi! Schön, euch zu sehen, Freunde. Jetzt zeige ich euch, was ich diesem wunderbaren Vogel schon beigebracht habe. Romulus, tanze! La 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 la. Hey, halt den Rhythmus. La 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 la. Toter Mann. Romulus, fang. Jetzt zeige ich euch mal seinen Mut. Das war sehr gut, Peewee, aber wir müssen jetzt ins Schloss zurück und ich bin sicher, dass die Schlümpfe auch langsam nach Hause müssen. Einen Moment. Erst müsst ihr noch den fantastischen Spürsinn von Romulus bewundern. Peewee, jetzt komm endlich.
Passt auf, ich verstecke mich jetzt irgendwo im Gebüsch und wenn ich pfeife, findet Romulus mich sofort wieder. Ihr müsst ihm verzeihen, Schlümpfe. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig schon gehen. Oh nein, ich finde Versteckspielen einfach herrlich. Ich bin bestimmt weit genug weg. Jetzt muss ich nur noch pfeifen. Endlich habe ich dich. Wladimir wird entzückt sein. Los, gebt mir endlich den Sack her. Wo bleibt Peewee bloß so lange? Peewee und seine Tricks, jetzt wird's aber langsam Zeit. Und ich sage euch, je dunkler es wird, desto schwieriger wird es, jemanden zu schlumpfen. Nachts sind alle Katzen grau und, vielleicht sollten wir ihn doch suchen gehen, was? Augenblick mal, da ist er ja. Peewee! Oh mein Gott. Johann, warum läuft Peewee denn vor uns weg? Ich weiß auch nicht, Torti. Peewee, komm zurück! Johann! Das war doch Peewee. Aber wer ist das dann? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Peewee braucht unsere Hilfe. Zu Hilfe! Oh, halt endlich deine Klappe. Gib mir noch einen Sack her, aber diesmal einen ohne Löcher, ist das klar? Peewee, wo bist du? Peewee! Da liegt seine Kappe. Hufspuren. Oh je, Peewee ist entführt worden. Die können noch nicht sehr weit sein. Folgen wir ihnen. Bayer! Bayer! Vielleicht hat hier ja jemand Peewee und seine Entführer gesehen. Bleibt lieber hier, Schlümpfe. Hallo? Hallo, ist da jemand? Ist denn hier keiner zu Hause? Das sieht ja furchtbar aus. Was ist denn hier passiert? Banditen, habt ihr immer noch nicht genug kaputt gemacht? Immer mit der Ruhe. Ich bin kein Bandit. Ich suche nach meinem Freund Peewee. So einen kleinen Kerl mit blonden Haaren? Das müsste Peewee sein. Die Soldaten haben ihn gefangen genommen. Sie sind mit deinem Freund hergekommen und haben um Essen gebeten, als eine Horde Bauern hereingestürmt kam und die Soldaten angriffen. Die Bauern haben sich sofort deinen Freund gegriffen und sind abgehauen. Und die Soldaten hinterher. Dieses Schwert trägt das Wappen des Grafen von Montresor. Das stimmt. Die Soldaten sprachen von Montresor und einem gewissen Wladimir. Dann waren es tatsächlich Montresori. Schloss Montresor. Das kann gefährlich werden, meine Freunde. Wenn es um Peewee geht, fürchten wir keine Gefahr. Freunden muss man doch helfen, oder? Ja, genau. Papa Schlumpf hat immer gesagt, wenn einmal ein Freund in großer Not ist, dann darf man ihn auf keinen Fall im Stich lassen. Was? Ihr habt ihn entkommen lassen? Ihr habt euch den Prinzen von Montresor abnehmen lassen? Jetzt werden sich die Bauern gegen uns auflehnen und wir landen allesamt im Kerker. Soweit lassen wir es lieber nicht kommen. Ich sage euch, wir sollten uns auf die Seite der Bauern schlagen. In den Kerker gehe ich jedenfalls nicht. Ganz recht, nur so können wir Lords bleiben. Und wenn Wladimir erst einmal stürzt, werden wir die Berater des jungen Prinzen. Gute Idee. Schnell, gehen wir gleich zu den Dorfbewohnern. Es ist mir egal, wie ihr das anstellt, aber bringt mir die Prinzen her. Und zwar ein bisschen plötzlich. Mein Herr, draußen steht ein Junker namens Johann, der euch sofort zu sprechen wünscht. Er soll verschwinden. Ich gehe erst, wenn sie Peewee wieder freigelassen haben. Du unverschämter Bengel, ich kenne keinen Peewee und jetzt raus hier! Ich weiß genau, dass eure Männer ihn letzte Nacht entführt haben. Unmöglich. Meine Männer haben den Prinzen, einen Räuber gejagt. Ich weiß, von wem ihr sprecht. Dieser angebliche Räuber sieht genauso aus wie mein Freund Peewee. Eure Männer haben die beiden verwechselt. Das ändert einiges. Warten Sie hier. Oh, jetzt halten die blöden Bauern also diesen komischen Peewee für ihren Prinzen. Schier, Hochverrat, Hochverrat! Die Lords haben sich auf die Seite der Bauern geschlagen und stürmen gerade das Schloss. Aber sie haben doch gar nicht den Prinzen. Halt mich, Verräter, fangt ihn! Lass das Schwein nicht entwischen! Diesem Wladimir traue ich nicht. Komm schnell, Boris, wir haben noch eine Chance. Wir nehmen den Geheimgang. So, du gehörst also auch zu dieser Bande von Verrätern. Aber nein, ich bin nur hergekommen, um meinen Freund... Wir werfen ihn einfach in den Kerker. Lasst mich in Ruhe, ich gehöre nicht zu Wladimirs Bande. Johann hatte doch recht, es ist sehr gefährlich hier. Ich bin nur hier, um nach meinem Freund Peewee zu suchen, jetzt lasst mich los. Was mache ich jetzt nur? Tut mir leid, dass ich euch in diese Lage gebracht habe. Aber ihr seid die Einzigen, die mir jetzt noch helfen können. Schlümpfe? Oh nein, jetzt bin ich aber wirklich in Schwierigkeiten. Prinz Montresor wünscht euch zu sehen. Prinz Montresor? Wer ist das überhaupt? Er ist der Besitzer dieses Schlosses und er wird euch wahrscheinlich für den Rest eures Lebens in den Kerker werfen. Führt ihn zum Prinzen! Wir müssen irgendwie zu Prinz Montresor gelangen.
kommt, Freunde, wo steckt denn Torti? Wir müssen ihn unbedingt suchen. Kombiniere, dass er sich irgendwo in der Küche eingenistet hat. Ihr wisst doch, wegen des Essens und so. Tretet näher, Junker. Hierher. Gütiger Himmel. Na, hab nur keine Angst. Ich bin nicht so grausam, wie ich aussehe, Junker. Also, Peewee, was hat das zu bedeuten? Auf die Knie mit dir, Verräter! Ich soll auf die Knie? Du willst einen Spaß mit mir machen, ist es nicht so, Prinz? So ein Quatsch, auf die Knie, du hast es doch gehört. So ist es besser. Du Schuft, das wirst du mir noch mal büßen. Genug jetzt, lasst mich einen Moment mit dem Gefangenen allein, ihr dürft euch jetzt zurückziehen. Johann, alter Freund! Jetzt bin ich plötzlich wieder dein Freund, hä? Wie kommst du eigentlich hierher? Erzähl ich später. Später, immer nur später. Ich befehle dir, mir augenblicklich zu sagen, wie du hierher kommst. Nicht bevor du mir erklärt hast, warum dich hier alle Prinz Montresor nennen. Also weißt du, Johann, das war so. Entschuldige mich für einen Moment, mein Volk ruft nach mir. Es geht schon den ganzen Tag so. Mein Volk, ich bin froh, dass ihr glücklich seid. So, das sollte erst mal reichen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Mir gerade erzählen. Danke, liebe Leute. Ich danke euch, aber jetzt reicht's und geht wieder nach Hause. Danke, ich danke euch. Geht nach Hause, Leute. Auf Wiedersehen. Schluss jetzt. Hat man hier nicht mal einen Moment seine Ruhe. Geht jetzt endlich nach Hause, Leute. Ach ja, Johann, was ich dir eben noch sagen wollte. Sir, eure Berater erwarten euch im Konferenzzimmer. Es ist gar nicht so leicht, ein Prinz zu sein. Warte hier, Johann, ich bin gleich wieder da. Ich hab's euch doch gesagt, dass wir Torti in der Küche finden würden. Ist ja wirklich kein Wunder, dass unser kleiner Prinz so hungrig ist. Ja, nach all den Jahren, die der gemeine Wladimir ihn im Kerker eingesperrt hatte. Was für ein Glück, dass es den Bauern gelungen ist, den Prinz aus seinen Klauen zu befreien. Wie kann so ein kleines Menschlein solche Unmengen verdrücken? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen. Jetzt begreife ich, was hier vor sich geht. Wir müssen Johann finden. Mein Prinz, wir haben da ein nicht unerhebliches Problem. Soll ich euch vielleicht ein Kissen bringen lassen? Nein, zwei. Und was ist jetzt das Problem? Das Problem ist die königliche Schatzkammer, Sir. Sie ist nämlich vollkommen leer. Ihr werdet bald wieder der reichste Mann weit und breit sein. Unterschreibt nur dieses Dokument und um den Rest kümmern wir uns schon. Wunderbar. Aber wie wollt ihr es anstellen, unsere Schatzkammer wieder aufzufüllen? Wie ihr wisst, Prinz, sind wir ehrenhafte Lordschaften. Wir verdoppeln also die vorhandenen Steuern, schaffen ein paar neue an und senken die Pensionen der Bauern. Dann seid ihr innerhalb eines halben... Nein! Ihr seid ja Verbrecher und ihr schimpft euch ehrenhafte Lordschaften. Aber mein Prinz, so haben wir das doch immer gemacht. Die Bauern arbeiten und wir... Wenn Betrügereien die einzige Möglichkeit sind, dann bleibt die Schatzkammer eben leer. Vielleicht habt ihr das Geld ja auch genommen. Sir, wie könnt ihr es wagen, an unserer Loyalität Mund zu zweifeln? Mund halten, habe ich gesagt. Ich werde erst einmal die Bücher prüfen und wehe, ich finde etwas. Was macht Peewee bloß so lange da drüben? Romulus! Schlümpfe! Johann! Hast du schon den Prinz Montresor gesehen? Ja, habe ich, aber er ist kein Prinz, es ist Peewee. Deshalb ist Romulus also hier reingeflogen. Aber was ist mit dem wahren Prinzen und Wladimir? Da wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich. Erzählt bitte. Also, um eine lange Geschichte kurz zu schlumpfen, Wladimir war der Erzieher und Vormund des Prinzen, bis er eines Tages... Na, endlich! Stellt alles auf den Tisch! Aber hallo, was ist denn mit eurem Schnurrbart passiert? Meinem Schnurrbart? Genau! Was ist aus dem Knoten geworden? Ich hatte euch nicht erlaubt, ihn wieder aufzulösen. Peewee treibt da ein gefährliches Spiel, nicht auszudenken, was passiert, wenn er entdeckt wird. Du hast vollkommen recht, Johann. Wo sind all die Steuern hingekommen? Ich verlange sofort eine Erklärung. Nach diesen Unterlagen müssten genau 8.522 Goldkronen in meiner Schatzkammer sein. Aber... Kein Aber. Wenn das Geld morgen früh nicht wieder da ist, schmeiße ich euch alle in den Kerker, verstanden? Diesmal hast du den Bogen aber überspannt, Peewee. Ist doch Unsinn, Johann. Wie ich sehe, hast du ja die Schlümpfe und Romulus gefunden. Peewee, das hier ist doch kein Spiel. Warum hast du den Leuten nicht gesagt, dass du kein richtiger Prinz bist? Sie waren doch so glücklich, da wollte ich sie nicht gleich wieder enttäuschen. Wenn du einen intelligenten Rat hören möchtest, Peewee, solltest du möglichst schnell von hier verschwinden, bevor irgendjemand merkt, dass du gar nicht der bist, für den du dich ausgibst. Glaube ich. Aber wenn ich nicht hier bleibe, ruinieren diese Banditen doch das Schloss. Alles, woran die denken, ist doch nur Geld, Geld und nochmals Geld. Dann reite ich jetzt sofort los und werde versuchen, den echten Prinz zu finden. Er sieht ganz genauso aus wie du, Peewee. Ja, wirklich? Dann ist er ja ein sehr gut aussehender Prinz. Was ist das bloß für ein langweiliger Tag heute? Ich brauche dringend etwas Abwechslung. Lasst mich durch.
Verzeiht, Eure Majestät, ich komme euch um Schutz zu bitten. Oh, Peewee, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Spiel etwas. Peewee? Majestät, ich bin Prinz Casimir von Montresor. Ach, der war wirklich gut. Sag mir, Prinz, wie wär's mit ein bisschen Jonglieren? Aber, Sir, ich kann doch gar nicht jonglieren. Oh, Peewee, du bist echt eine Nummer. Es geht mir schon viel besser und nun, ehrenwerter Prinz, singt mir noch ein Liedchen. Aber, Majestät, wie kann ich euch nur überzeugen? Bitte, Peewee, sing. Ich komm aus einem fremden Land, da bin ich allen wohl bekannt. Es stimmt. Wer bist du nur? Du bist nicht Peewee. Aber Majestät, das versuche ich euch schon die ganze Zeit zu erklären. Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Und jetzt bringt mir den Nachtisch. Zuerst nehme ich 3 Dutzend Stücke Sahnetorte, danach noch 3 Becher Eis. Nein, sagen wir lieber 5, verstanden? Aber gern, Majestät, ganz wie ihr wünscht. Ein Prinz zu sein hat auch seine Vorteile. Entschuldigt, Prinz, die Baroness Gwendolyn ist soeben eingetroffen und wünscht euch sofort zu sprechen. Wer? Und das ausgerechnet, wo ich mitten im Essen bin? Aber die Baroness Gwendolyn ist doch eure Verlobte, Majestät. Ach ja, richtig. Was? Meine Verlobte? Ich bin verlobt. Was für eine Überraschung. Was soll ich denn jetzt tun, Johann? Erinnert ihr euch denn nicht? Nein, ich meine natürlich, ich erinnere mich dunkel, dunkel. Ihr seid verlobt, mein Prinz? Ich gratuliere. Das ist wirklich eine Überraschung. Das kann man wohl sagen. Wirklich eine Überraschung. Wollen mal sehen, vielleicht ist sie eine echte Schönheit. Oh, Casimir, endlich kann ich dich wieder in meine Arme schließen. Johann! Komm, mein Süßer, wir haben uns so viel zu erzählen. Mami! Wenn ich nur daran denke, dass dieser Schuft Wladimir dich 5 lange Jahre im Kerker gefangen gehalten hat, oh, wird mir ganz schlecht. Endlich sind wir wieder vereint, mein Liebling. Aber nicht lange. Casimir! Psst, Johann! Johann! Was machst du denn hier? Wo ist deine Verlobte? Weit weg. Das hoffe ich jedenfalls. Das ist keine Frau, das ist eine Furie. Du musst mir helfen. Oh, Casimir! Casimir, wo steckst du denn, sagt Junker? Habt ihr meinen kleinen Casimir gesehen? Tut mir sehr leid, nein. Oh, wo ist der Kleine hingelaufen? Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Oh, du meine Güte! Oh, armer Peewee. Wartet, Baroness, ich helfe euch. Ich danke euch. Casimir! Casimir, wo steckst du denn? Wie geht's dir, Peewee? Ein Prinz zu sein hat manchmal auch seine Nachteile. Der Prinz ist zwar noch ein halbes Kind, aber trotzdem ist er schlau wie ein Fuchs. Da werden wir das Geld wohl oder übel wieder rausrücken müssen. Psst, ich hab was gehört, da kommt jemand. Habt ihr vielleicht meinen kleinen Casimir gesehen? Oh, wenn ich das richtig verstehe, heißt das nein. Wir können doch nicht von heute auf morgen ehrlich werden. Das wäre gegen unsere Natur. Ich fange schon an, mich nach dem fiesen Wladimir zurückzusehen. Sowas hört man doch gerne. Wladimir! Wie habt ihr den Salat? Das hattet ihr euch doch alles ganz anders vorgestellt, hä? Also, um ehrlich zu sein, Wladimir. Was seid ihr doch für Narren? Hättet ihr doch gleich auf mich gehört. Der, den ihr für den Prinz haltet, ist gar nicht der Prinz. Was sagt ihr dazu, hä? Wie bitte? Oh nein. Und wer ist er? Und wo ist dann der wahre Prinz? Der Name des Verräters ist Peewee und der echte Prinz hat im Schloss des Königs Schutz gesucht. Gab oh ihr? Nein, mein. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe schon einen Plan. Ihr müsst euch so lange um Peewee kümmern, bis ich den Prinzen entführt habe. Hört gut zu und schreibt auf, was ich euch zu sagen habe. Passt jetzt gut auf. Wie wär's noch mit einem Frühstück, bevor ihr losreitet? Peewee hat recht, das ist eine gute Idee. Nein, Torti, wir müssen Johann erstmal helfen, den Prinzen von Montresor zu finden. Ich bringe ihn her, sobald ich ihn gefunden habe. Also, wo sind jetzt meine 8.522 Goldkronen? Spiel es aus! Wir wissen Bescheid. Du hältst uns nicht länger zum Namen Peewee. Welcher Peewee? Ich bin Casimir, Prinz von Montresor. Hör endlich auf zu lügen. Wir wissen, wer du bist und wo du herkommst. Und jetzt unterschreib dieses Dokument, in dem du Wladimir die gesamten Besitztümer des Prinzen von Montresor übereignest. Das ist deine einzige Chance. Das wird euch überhaupt nichts nützen, wenn der echte Prinz erst wieder da ist. Vorausgesetzt, der Prinz kommt irgendwann zurück. Klar? Wladimir wird sich schon um den Prinzen kümmern. Letzte Nacht ist er zum Schloss des Königs aufgebrochen. Verstanden? Verräter, das unterschreibe ich nie im Leben. Jetzt wartet nur, was passiert, wenn mein Volk von eurem Verrat erfährt. Mein liebes Volk, hier bin ich. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Wir haben den Bauern alles gesagt. Unterschreibt, oder wir liefern nicht der wütenden Menge aus. Ich habe keine Angst vor den Bauern. Ich habe schließlich nichts getan. Wieso gucken die denn auf einmal so böse?
Nun macht schon, Leute, steht nicht so dumm rum. So, jetzt schnappen wir uns den Betrüger. Wie komme ich jetzt schnellstens hier raus? Jetzt haben wir dich. Oh nein, diesmal bin ich wirklich in Schwierigkeit. Nein. Kasimir. Wir haben ihn gleich. Es gibt nur einen Ausgang hier. Entschuldigt, Bayonet. Kasimir, was hat das alles zu bedeuten? Psst. Auf Wiedersehen. Kasimir, komm sofort zurück, komm zurück! Kommt sofort her, Leute, da läuft er, ich sehe ihn! Sofort, jetzt kriegen wir ihn! Oh Gott, wie soll ich hier jemals wieder rauskommen? Jetzt sitzt er in der Falle! Mach sofort die Tür auf! Hier kommst du sowieso nicht mehr raus! Schlag die Tür ein! Ist das hoch, wie kann ich hier bloß weg? Romulus! Mami! So ein Mist, der kommt uns! Holt sofort unsere Pferde aus dem Stall. Wir müssen hinter ihm her. Moment mal, wenn ich ein Prinz wäre, wo würde ich mich verstecken? An einem sicheren Ort jedenfalls. Richtig, Schlumpfinchen. Zum Beispiel in unserem Schloss, im Schutze des Königs. Romulus, warum hast du Peewee allein gelassen? Weil Peewee inzwischen das Schloss verlassen hat. Kommt schnell mit mir, wir müssen Wladimir aufhalten. Er will schon wieder den Prinz entführen. Seid ihr sicher, dass ihr schon aufbrechen wollt, Kasimir? Ja, Eure Majestät. Vor kurzem hat mich eine Botschaft erreicht. Wladimir ist geflohen und mein Volk erwartet mich. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Wie ähnlich der Prinz Montresor doch unserem Peewee ist, nicht wahr? Aber er ist viel besser erzogen. Der arme Mann, er muss schwer verletzt sein. Ich muss ihm helfen. Hahaha, richtig, endlich, Prinz. Aber Wladimir, du bist doch... Oh, das war nur ein kleiner Trick, um dich aus dem Schloss zu locken, mein lieber Kasimir. Vorsicht! Peewee zu Ihren Diensten, mein Prinz. Achtung! Was geht hier vor? Was soll das? Gar nichts, du Dummkopf. Du bist also Peewee. Was für ein mutiger und starker Mann du bist. Johann, sieh mal! Da ist der Verräter! Jetzt haben wir ihn! Einen Moment mal, das sind ja zwei! Pass bloß auf! Gleich haben wir euch, passt auf! Oh, was bist du für ein widerlicher Kerl! Oh nein, nicht schon wieder, das gibt's doch nicht! Das scheint ihm ja richtig Spaß zu machen. Gib endlich auf, du entkommst uns nicht mehr! Denkst du vielleicht? Romulus! Mögt ihr etwa keine Äpfel? Ja, mit dem Falkengeist, Peewee! Und Wladimir ist hinter dem echten Prinzen hier. Schnell! Das ist dein Ende, Kasimir! Wenn du dich da mal nicht geirrt hast, Wladimir! Ihr seid jetzt endlich in Sicherheit, mein Prinz! Aber ihr werdet neue Ratgeber brauchen, seht nur! Die Alten laufen euch gerade davon! Mein geliebtes Volk, ich danke euch. Ich bin überglücklich, wieder bei euch zu sein. Er ist wirklich ein Prinz. Siehst du, wie er immer ans Fenster geht, um sein Volk zu grüßen? Ich möchte euch mit einem kleinen Geschenk danken. Für dich, Johann, das Schwert meines Vaters. Nimm es, mein Freund. Prinz, ihr ehrt mich. Und für dich, Peewee, habe ich noch etwas viel Wertvolleres. Oh, das ist aber schön. Kann man es auch essen? Nein, du errätst es nie. Nicht einmal in deinen kühnsten Träumen. Wirklich? Pass gut auf. Ich gebe dir die Baroness Gwendoline zur Frau. Mein kleiner Prinz, endlich! Oh nein! Aber es war doch nur ein kleiner Scherz, Peewee. Wo bleibt dein Sinn für Humor? Ein Scherz?